Der absolut entscheidende Faktor, welche Auswirkungen die Corona-Krise haben wird, ist nach meiner Auffassung die sogenannte strukturelle Arbeitslosigkeit. Das heißt, die Arbeitslosigkeit, die nicht einfach verschwindet, die nicht, wie jetzt manche denken, vielleicht ein Einmaleffekt ist. Natürlich sind jetzt besonders viele davon betroffen, von diesem Shutdown der Wirtschaft. Aber es werden viele wieder zurückkehren, andere allerdings nicht. Und das ist eben die Frage, wie viele sind die anderen, wie viel Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung ist das denn? Eines scheint relativ klar, es wird letztendlich darauf hinauslaufen, dass man, keine Ahnung, 10-15% der arbeitsfähigen Bevölkerung letztendlich mit staatlichen Transferleistungen versorgen muss. Die werden durch die Notenbanken praktisch herbeigedruckt und durch die Staaten verteilt. Und jetzt ist eben die Frage, wie viele sind es zunächst mal und wo ist welche Struktur besonders krass? Und da wollen wir uns vor allem auch mal die USA anschauen und da starten wir. Zunächst mal sehen wir die Unemployment Claims in den letzten 5 Wochen, 26,5 Millionen. Das sind mehr als seit der Finanzkrise wieder aufgebaut wurden, damals oder von 2009 bis 2019 22,4 Millionen. Und in der Finanzkrise wurden 8,7 Millionen Jobs vernichtet. Wir haben also jetzt schon praktisch einen Mehrfachfaktor, mehr als dreimal so viele derzeit, also an Jobverlusten. Und wenn wir uns mal hier diese Grafik anschauen, dann dürfte es derzeit so sein, dass wir eine Arbeitslosigkeit in den USA von 20,6% der Arbeitsfähigen haben, also der sogenannten Labor Force. Jetzt dürften in den nächsten Wochen noch ein paar dazukommen. Das heißt, wir sehen hier über 20% Arbeitslosigkeit in den USA. Und Sie sehen ja hier die Grafik, wie stark die hier nach oben explodiert. Wenn wir uns mal anschauen, in welchen Staaten das besonders der Fall ist, dann sehen wir New Jersey, Massachusetts in den USA, Connecticut, Vermont und so weiter. Weniger betroffen, Georgia, Virginia, Tennessee, Arizona, Nebraska und so weiter. Also hier mal eine kurze Aufschlüsselung. Aber wichtiger erscheint mir, wie geht es weiter mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe? Also wie entwickelt sich das weiter? Das ist das eine. Und vor allem dann die sogenannte strukturelle Arbeitslosigkeit, das heißt eher die dauerhafte Arbeitslosigkeit, die wir am Donnerstag dann in den sogenannten Continuing Claims, in den fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe sehen. Das ist ja der entscheidende Faktor, wie viele Leute bleiben arbeitslos, also sind nur kurzfristig arbeitslos. Hier sehen wir jedenfalls die Projektion, dass die neuen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erst etwas runtergehen werden. Man erwartet jetzt also schon unter 3 Millionen am 2. Mai. Da ist also so, oder in dieser Zone jetzt beim nächsten Mal. Es geht jetzt schrittweise zurück, aber es dürfte sich eben die Arbeitslosigkeit noch weiter aufbauen. Jetzt ist ein hochinteressanter Punkt der, dass der US-Kongress beschlossen hat, dass jeder, der arbeitslos ist in den USA und arbeitslos gemeldet ist, der bekommt pro Woche einen Scheck von $600. Zuzüglich noch zu den Arbeitslosenleistungen, die man bekommt und die je nach Bundesstaat in den USA verschieden hoch sind. Jedenfalls ist es so, dass durchschnittlich ein US-Arbeitsloser jetzt einen Stundenlohn von $15 hat, wenn er 40 Stunden arbeitet. Und das Interessante darin ist, dass aber fast 43% der Amerikaner weniger verdienen als $15 die Stunde. Das heißt, die sind jetzt faktisch besser gestellt bis Ende Juli, bis 31. Juli zugesichert. Wer also bis 31. Juli arbeitslos ist, der verdient zu 42% oder 42% der Bevölkerung verdient mehr, als wenn er sich jetzt in 2 oder 3 Jobs sozusagen verausgaben würde. Und das bedeutet, dass viele Amerikaner wahrscheinlich nicht gerade besonders motiviert sind, jetzt sofort sich wieder zur Arbeit zu begeben, wenn es ihnen doch teilweise besser geht als zuvor ohne Arbeit. Das ist ein Riesenfaktor, das ist auch ein Riesenfaktor, der dann die Erholung sehr schleppend machen wird, weil die Leute schlichtweg sich denken, warum soll ich das machen? Ich mache mir den Rücken krumm schon seit Jahren, hetze mich ab und jetzt habe ich endlich mal Muße, habe Zeit, das Geld ist auch da, who cares, was soll da schon schief gehen? Das ist ein wichtiger, entscheidender Faktor. Ein anderer Faktor sind die sogenannten Forgivable Loans. Das sind Kredite, die man genommen hatte bei staatlichen Hypothekenkreditgebern wie Fannie Mae oder Freddie Mac. Und hier ist es so, dass die allermeisten jetzt nicht mehr zahlen müssen, diese Hypothekenkredite nicht mehr bedienen müssen, können das ein Jahr lang aussetzen, wie zum Beispiel diese Dame hier, die selbst dann ein Unternehmen hat, viele Leute freigesetzt hat, jetzt aber sozusagen keine Kredite zahlen muss für
ihre Immobilienkredite. Da hat sie so eine kleine Datsche sozusagen und ein kleines Häuschen. Jedenfalls wird sie da massiv angefeindet. Also wir sehen, da ist jetzt so eine Wohlstandsverwahrungsmentalität durch den Staat eingekehrt und man macht es sich teilweise bequem. Es gibt Neid, es gibt einen gewissen Missgunst. Wenn wir uns jetzt mal die Situation in Deutschland anschauen, dann haben wir ja ein anderes strukturelles System. Wir haben die Kurzarbeit. Da wird erstmal natürlich sehr viel strukturelle Arbeitslosigkeit erstmal versteckt, aber irgendwann endet eben auch Kurzarbeit. Hier sehen wir die Arbeitslosenquote in Deutschland in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Wir hatten ungefähr 2003, 2004 eine Arbeitslosigkeit von gut 11%. Das darf man nicht vergessen. Wir waren jetzt bei 3,2% in letzter Zeit, aber es dürfte faktisch relativ schnell nach oben gehen mit der Arbeitslosigkeit. Was in Deutschland auch gut funktioniert, sind ja diese Kredite für Unternehmen, die jetzt zu 98% bewilligt worden sind. In UK, in Großbritannien, liegt die Quote von notleidenden Unternehmen, Small Businesses, wenn man so will, die solche Kredite genehmigt bekommen, bei 48%, also bei weniger als der Hälfte. Das wird massive Auswirkungen in UK haben, nach meiner Auffassung. Und wenn wir jetzt mal von dem konjunkturellen Drama mit Arbeitslosigkeit zu den Märkten kommen, dann sehen wir, dass die US-Aktienmärkte eine Erholung schon gespielt haben. Normalerweise ist, wenn die Wirtschaft sich wieder erholt, hier sehen wir das in der Grafik, dann haben wir durchaus eine bessere Performance der Aktienmärkte als der Anleihemärkte. Aber hier sehen wir, wie stark jetzt schon die Aktienmärkte nach oben geschossen sind. Die gehen also davon aus irgendwie, dass das Ganze sich sehr, sehr bald erledigt haben wird. Aber wer hat denn recht, die Anleihemärkte oder die Aktienmärkte? Vor Corona waren es wieder mal die Anleihemärkte und die Aktienmärkte sind da ziemlich blind reingelaufen in diesen Crash durch die Corona-Geschichte. Das Problem der Aktienmärkte ist schlichtweg, dass sie natürlich letztendlich durch die Notenbankliquidität so stark, kann man sagen, manipuliert sind, dass sie eigentlich keine Prognosefähigkeit mehr haben, nach meiner Auffassung. Bei den Anleihenmärkten ist das noch anders, weil da eben erstens der Markt noch viel größer ist und weil dort eben wirklich die Profis am Start sind. Das ist ein kleiner, aber sehr feiner Unterschied. Wie geht es weiter? Das wollen wir uns mal anschauen. Ich habe noch ein paar Extreme hier an den Märkten, aber zunächst mal eine Umfrage. Auch das wichtig, wie wird sich die Konjunktur weiterentwickeln? Zum Beispiel in den USA die Umfrage, wie wirst du dich jetzt verhalten? Wirst du öffentliche Plätze besuchen jetzt demnächst? Dann sagen 48% nein, es sei denn, das Ganze ist wirklich vorbei. 39% sagen, mal gucken, es wird darauf ankommen. Und nur 13% sagen, werde ich auf jeden Fall machen. Jedenfalls sehen wir, dass die Märkte da schon diese Konjunkturerholung längst gespielt haben. Wir sehen eine Manie, eine unglaubliche Begeisterung. FOMO ist sozusagen das Stichwort, Fear of Missing Out, also die Angst, die Rallye zu verpassen. Hier mal ein Word Count, also die Zählung, wie oft das in den Medien vorgekommen ist. Und da sind wir auf Rekord hoch. Und jedes Mal, wenn das der Fall war, wurde es danach ein bisschen schwieriger an den Aktienmärkten. Wir sehen auch hier, dass wir extremste Parameter haben, was die Überkauftheit betrifft. Also das sind schon Dinge, die eigentlich historisch sind und das angesichts der größten konjunkturellen Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Wie ist es möglich? Die Notenbanken pushen rein und man glaubt, es gibt sichere Häfen wie die großen 5 Tech-Aktien, die allesamt in dieser Woche ja berichten werden. Das wird entscheidend. 20% im S&P 500 machen diese 5 Aktien aus. Sie stellen also 1% der Aktien, aber haben 20% der Marktgewichtung, ein Fünftel, das muss man sich vorstellen. Und das verzerrt die Dinge. Insgesamt sehen wir, dass die Investoren hier eine Grafik von Robin Hood, das ist ein US-Social Broker, kann man sagen, dass die Leute sich eingekauft haben in den SPY, das maßgebliche ETF auf den S&P 500, auch im Abverkauf, auch in die Erholung. Man bleibt also sozusagen auf der Long-Seite. Es sind verdammt viele Long im Markt, das dürfen wir nicht vergessen. Und wir sehen eine gewisse Analogie zu dem Kursgeschehen 1929 folgende. Da hatten wir dann den Crash 1929, dann eine 50% Erholung. Das heißt, die Hälfte des Crashs wurde wieder aufgeholt, um dann aber doch wieder in Schwierigkeiten zu gelangen. Jetzt haben wir heute aktuelle Nachrichten. Die Deutsche Bank hat Gewinn gemacht, hat sie ja heute gesagt. Mein Kollege Claudio Kummerfeld schaut sich die Zahlen an und sagt, Vorsicht, Vorsicht. Das sieht ein bisschen was besser aus, als die Zahlen das so herzugeben scheinen.
Dazu gleich ein Artikel dann auf finanzmarktwelt.de, aber jedenfalls eine Jubelmeldung der Deutschen Bank. Wir haben Bayer, wir haben Adidas, Zahlen, die ich über den Ticker habe laufen sehen. Jedenfalls sehen wir, dass in China auch die Industrieprofite um, glaube ich, 36,4% gefallen sind. Und abschließend hier noch zum Thema Öl. In 3 bis 4 Wochen, so Goldman Sachs, dürften die Storage Capacities, also die Lager, voll sein mit Öl. Und wir sehen, dass vor der Küste Kaliforniens sich schon die Tanker, die Öltanker praktisch stapeln, weil eben alle versuchen, das Öl irgendwo zu lagern. Hier auf Tankern vor Singapur muss die Situation auch dramatisch sein. Schauen wir uns die Charts an, meine Damen und Herren, bevor wir uns dem normalen Wahnsinn widmen. Wir sehen eine Rallye in Asien. Warum? Schwer zu sagen. Die Bank of Japan hat gesagt, ja, wir werden weiter uns Anleihen einverleiben, sofern es nötig ist. Und es ist ja vielleicht auch nötig. Daher sehen wir diese Rallye hier nochmal dann im späten Bereich des asiatischen Handels. Wir sehen hier den DAX, der aktuell bei 10.566 handeln würde. Wir sehen Euro-Dollar bei 1,0. Wo ist er? 8,51. Was macht Gold? Das hat derzeit einen Seitwärtsmove bei 1.720. Und das amerikanische Crude Oil, das kommt wieder etwas zurück bei 16,67 $. Also, das ist die Situation, die nach meiner Auffassung entscheidend ist. Strukturelle Arbeitslosigkeit. Wie wird das gelingen, die Leute wieder in den Job zu bringen? Wie viele? Wenn es nicht gelingt, dann werden wir dauerhaft ein Riesenthema haben. Dann ist mit einer V-förmigen Erholung, von der viele träumen, überhaupt nicht mehr die Rede. Das ist das große Thema. In den USA dürfte diese strukturelle Arbeitslosigkeit deutlich höher sein, zumal es eben diese Sicherungssysteme erstmal nicht gibt. Und da ist wahnsinnig viel Potenzial für Enttäuschung. Die Aktienmärkte spielen schon wieder in einer ganz anderen Liga. Die nehmen eine Erholung vorweg, die sich nur im Ansatz irgendwann mal zeigen muss. Aber sei es drum, Liquidität gegen Fundamentaldaten. Derzeit scheint der Liquiditätsrausch zu siegen. Aber in dieser Woche die Fed-Sitzung, in dieser Woche die großen Tech-Player. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Das erstmal gleich am Montagmorgen. Ich wünsche einen guten Start in die Woche und bedanke mich für all diejenigen, die gestern und heute schon super gespendet haben für das Ehepaar Nienhammer, diese Gastronomin, die ich gestern in einem Video vorgestellt habe. Super, super gut, das finde ich absolut klasse. Ich sage danke und Servus und Ciao.